Sching TV. Sching Sching TV. 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 Sching Sching TV. Läuft. Okay, einen wunderschönen guten Tag zum nächsten Podcast, Xingshang TV Podcast. Donnerstag ist Xingshang Tag. Diesen neuen Werbeslogan möchte ich gerne mal direkt am Anfang droppen. Heute mit Cadavre de Schnaps. Hallo Cadavre. Hallo. Soll ich dich mit Yong ansprechen oder mit Cadavre? Mit Yong. Ja, findest du ja besser? Ja. Cadavre ist ja gar kein richtiger Name. Nee, ist eher eine, ich weiß nicht, wie sagt man? Metapher. Eine Metapher. Ja, Cadavre de Schnaps, ist das dein Künstlername? Nee, kann man nicht sagen. Ist dein Bandprojekt, kann man sagen. Ja, kann man so sagen, also genau. Du bist einfach eine Ein-Mann-Band. Ich bin eine Ein-Mann-Band, genau. Letzten Sommer wurde ich ja von dir gefragt, ob ich bei eurem Festival auftreten möchte. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir dann auch mich auf einen Namen festlegen musste, wollte, wie auch immer. Und da ich nicht unter meinem bürgerlichen Namen unbedingt auftreten wollte, habe ich dann einen anderen gesucht. Ja. Und gefunden. Und gefunden. Ja, genau. Selbst gefunden. Ja, nicht schlecht. Und was hat es damit auf sich, den Namen? Der ist ja schon speziell. Ja, also da steckt jetzt nicht so viel Bedeutung wirklich hinter. Also ich habe den Begriff aufgeschnappt bei einer Sendung in irgendeinem Zusammenhang Französisch-Deutsch und fand das ganz witzig eigentlich und hab just zu diesem Zeitpunkt auch nach einem Namen gesucht und hatte da so alle zwei Tage irgendwie einen Moment, wo ich dachte, ah ja, das könnte auch ein cooler Name sein und den fand ich dann gut. Und wenn ich so in meine Jugend zurückblicke, da war ich auch durchaus, ich kann mich durchaus mit dem Namen identifizieren. Ja, es gab Schnapsleichenmomente. Es gab Schnaps, definitiv, ja. Und inwiefern findest du deine Musik da repräsentiert? Also gibt es da einen Zusammenhang oder ist das eher losgelöst, dass du das witzig fandst? Ich finde es auch, also ich fand das in dem Moment auch witzig, aber ich finde auch den, also ich mag den Klang. Ja, insofern, also konnte ich mich schon mit dem Namen ein bisschen identifizieren. Mit der Musik ist es bei mir ja auch so, zumindest möchte ich das gern so, dass da so ein bisschen auch so ein exzessives Element drin ist und vielleicht passt das dann auch ganz gut. Aber das war jetzt nicht, also war jetzt nicht wirklich der Grund, weshalb ich den Namen gewählt habe, aber es war jetzt auch nicht hinderlich. Ja, aber inwiefern hast du denn so ein Gesamtbild im Kopf, wenn du Songs schreibst? Also war das dir klar, dass das ein Album wird, also als du die Songs entwickelt hast, dass das zusammenhängen wird? Oder entstanden die so nach und nach und dann wurde das zu einem Projekt? Eher so nach und nach. Also ich habe vorher schon mal eine CD alleine gemacht unter einem anderen Namen, Xing. Ja. Ich habe zu der Zeit noch in einer anderen Band gespielt und A Dark Day for the Dinosaurs. A Dark Day for the Dinosaurs, genau. Das damals war so ein bisschen anders angelegt. Also habe ich halt, ich habe eigentlich immer Songs geschrieben und bei den Dinosaurs habe ich halt eher so die Songs, die ich halt für mich zu Hause entwickelt habe oder als Songs wirklich geschrieben habe, sage ich jetzt mal so, eingebracht. Und hatte aber ganz viele Sachen noch, die sehr alt waren, gerade was so, oder vom Experimentieren jetzt am Rechner oder so, übrig quasi. Und ja, war zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen enttäuscht oder ging jetzt nicht so viel mit der Band, was die Frequenz anging. Also ich hatte Lust, einfach mehr zu machen und habe dann angefangen, zu Hause so ein bisschen rumzubasteln und daraus ist dann erstmal dieses sehr experimentelle Album entstanden.
Also das waren dann eher auch so Skizzen entstanden. Und genau, genau. Also da war jetzt kein Song, wo ich vorher irgendwie einen Song geschrieben hätte oder so. Das waren jetzt alles so einzelne Ideen, Fragmente, die ich irgendwie dann versucht habe, zu Songs zu machen. Das hat mir aber sehr großen Spaß gemacht. Also dieser ganze Prozess, so das Zeug selbst aufzunehmen, selbst ja, Sachen am Rechner zu entwickeln und ja, Songs auch daraus zu entwickeln und ein Album zusammen zu setzen daraus, dass mir eigentlich schon klar war, dass ich das nochmal machen würde. Und nach dem Ende der Band war es dann halt so, dass mir dann eigentlich klar war, ja, jetzt werde ich aber so die Songs, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, auch auf dieselbe Art und Weise oder auf eine ähnliche Art und Weise dann umsetzen. Und in dem Moment war dann schon klar, dass dann irgendwann mal ein Album draus wird, ja. Also, ja, dir ging das, glaube ich, also wenn ich das richtig beobachte, schon im Verlauf schon immer mehr auf den Sack, dich auf andere Leute dann beziehen zu müssen, die das eigentlich so ein bisschen ausbremsen, dein kreatives, dein Impuls, oder? Ja, ja, genau, also ja, also ich habe halt prinzipiell immer Lust, was zu machen und kann man schon so sagen, also ich zum Schluss war das ein bisschen, also für mich war es ein bisschen zu wenig, einfach so, weil ich, ja, wie soll man es formulieren? Ich habe halt auch Lust, immer so einen Output zu erzeugen und nicht immer, also diese Frequenz dann alle ein, zwei Wochen im Proberaum sich zu treffen und zu spielen, das war immer spaßig, aber da kommt man natürlich nicht so schnell weiter. Irgendwie. Also Output erzeugen heißt, dass dann auch vieles entsteht durch das Miteinander musizieren. Also oder was meinst du mit Output erzeugen? Genau, also einfach Sachen weiterzuentwickeln. Also das ist mir eigentlich wichtig, dass immer irgendwas quasi im Gange ist. Also jetzt nach dem Ende vom Album war jetzt auch so eine Phase, wo ich jetzt ein paar Monate gar keine neuen Songs hatte, auch gar keine Ideen irgendwie am Start hat, und das war wieder ein bisschen unbefriedigend. Also das brauche ich schon so ein bisschen, da habe ich schon so einen Antrieb, irgendwie immer was Neues machen zu können. Und jetzt entsteht gerade auch wieder Neues bei dir, oder? Ja, sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Also ich brauche immer sehr, sehr lange, um so einen Song zu entwickeln. Und aber zumindest jetzt sind wieder so ein paar Grundideen da, so aus denen man was machen könnte. Ja. Und du hast dich aber jetzt dafür entschieden, also die Songs hast du praktisch in Bandform aufgenommen. Also, ne? Ja, kann man so sagen. Genau, also wie gesagt, im Gegensatz zu dem anderen Album, was ich vorher gemacht habe, ist das jetzt alles schon sehr songorientiert, sag ich mal. Also damit meine ich einfach, dass ich schon am Klavier oder vor allem an der Gitarre vorher Songs geschrieben habe. Also Strukturen, Strophe, Melodie, bla 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 und Texte und so. Und dann angefangen habe, die aufzunehmen. Und ja, es war eigentlich eine ganz schöne Situation, dass ich mir wirklich vorher dann so ein Bild machen konnte, wie stelle ich mir das ungefähr vor. Ja. Jetzt nicht behaupten, dass es unbedingt jetzt am Ende auch so klang, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber mir war schon klar, dass ich dann größtenteils mit traditionellen Instrumenten eigentlich das auch einspiele. So. Und du hast wirklich alles selbst eingespielt, oder? Ja, also es sind natürlich auch ein paar Sachen, die ich am Rechner, am Sequencer gemacht habe. Also das ist dann nicht wirklich, teilweise nicht wirklich eingespielt, sondern gesetzt, so die einzelnen Sachen. Aber das ist relativ wenig, auf jeden Fall. Ich habe schon alles selbst gemacht und die Instrumente eigentlich alle selbst gespielt, ja. Wobei ich jetzt sowas wie das Schlagzeug oder so zum Beispiel habe ich schon sehr, ja, muss ich das so vorstellen, dass ich eigentlich jede einzelne Trommel einzeln eingetrommelt habe. Und dann einfach. Weil ich nicht fähig dazu bin, Schlagzeug sauber durchzuspielen. Ja. Und dann hast du die Rhythmen gebaut praktisch aus den einzelnen Sounds. Genau. Ich einfach nur übereinander geschichtet, 12, 15 Spuren und ja. Das habe ich am Anfang probiert. Also am Anfang habe ich gerade in dem Punkt, also bei allen anderen Instrumenten geht's ja so, sage ich mal. Klavier, Gitarre, Bass und so kann ich alles ein bisschen spielen. Aber Schlagzeug habe ich mir schon lange überlegt, auch wie ich das machen soll. Also ob ich da vielleicht auch jemanden frage oder so, weil
ich das halt überhaupt nicht beherrsche. Und hatte dann aber die Idee mit dieser, mit diesen Schichten von Toms einfach, weil ich, mir gefällt jetzt auch bei anderen Sachen so ein bisschen, oder mir gefällt auch so dieser Sound, dieser Tribal Sound, den das erzeugt, so ein bisschen bei. Was ist das Tribal Sound? Also für mich ist das, ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so der richtige Ausdruck, ja. Aber dass dann halt, keine Ahnung, 10 Trommeln übereinander liegen. Okay. Und vielleicht auch so ein bisschen versetzt zueinander, sodass das so ein bisschen, ich sag mal so nach wildem Stammesrhythmus oder so. Achso, okay, verstehe. Das mag ich halt und das habe ich dann einfach probiert und so für mein Gefühl hat das ganz gut funktioniert, auch mit den anderen Instrumenten. Das ist ja ganz schön krasse Bastelei dann auch, oder? Sitzt da wahrscheinlich ewig dran. So ein am Schlagzeug, meinst du? Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Oder? Das ging sogar. Also ich hab jetzt auch, also Großbastelei war es eigentlich nur bei einem Song. Ansonsten habe ich eigentlich immer dasselbe gespielt auf allen Toms. Ja. Und insofern war das eigentlich auch super primitive Rhythmen, ne? Also ja. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall war körperlich auch durchaus anstrengend, aber jetzt Bastelei war es eigentlich gar nicht mal so. Und genau, hast du denn, wenn du so einen Song geschrieben hast, also schreibst du dir schon auf der Akustikgitarre mit und dann hast du einen Text? So die Reihenfolge? Oder wie ist das entstanden? Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also bei manchen Songs hatte ich auch jetzt alles schon fertig im Sequencer zusammengesetzt. Ja. Also Schlagzeug, Bass, Gitarre und was noch dazu. Achso, dann hast du schon den gesamten Ding. Dann erst den Gesang mir überlegt. Ja. Bei anderen Sachen war das dann so, dass eigentlich Gesang, Text schon am Anfang stand und dann darauf aufbauend der Rest dazu kam. Also es war unterschiedlich. Und dann hast du entschieden, du spielst das aber solo und hast keinen Bock, diese ganzen Sachen jetzt anderen Musikern beizubringen, oder? Ja, das wäre jetzt ein bisschen zu positiv formuliert, weil also ich hatte einfach keine Ahnung, wen ich dafür gewinnen könnte, jetzt sich mit mir in Proberaum zu stellen und ohne Entgelt meine Songs irgendwie nachzuspielen. Ja, ist auch eine komische Ebene, ne? Sich zu treffen, spiel mal das so, wie ich das will und wie das. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie so einen Status hätte, wo Leute sich drum reißen würden. Ja, noch nicht, ne? Noch nicht. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, haben mich jetzt Leute gefragt und ich werde das jetzt auch ausprobieren. Aber keine Ahnung, was sich daraus entwickelt. Also die das umsetzen wollen praktisch. Genau, also das wird sich jetzt rausstellen, ob, also ich hab da noch keine Vorstellung. So, also meine Idee erstmal wäre naheliegend, die Sachen irgendwie so nachzuspielen, wie sie da auf CD sind, aber ich weiß auch gar nicht, ob das gewünscht ist oder ob man das überhaupt kann mit dem Schlagzeug gerade. Ja. Aber ich bin da eigentlich offen, das mal auszuprobieren. Also mit sehr vielen Sticks dann gleichzeitig. genau. Oder mit mehreren Schlagzeugern. Ja, so mit 10 Schlagzeugern. Das wäre auch ganz geil. Das wäre cool. Nee, aber deswegen, klar, ich habe auch überlegt, ich habe auch eine Loopstation mir erworben vor ein paar Jahren. Und dachte naiv, wie ich bin damals, dann kann ich ja darauf irgendwie die Schlagzeugrhythmen spielen live und darüber ein bisschen singen. Und musste dann aber doch feststellen, dass mein Timing, was Drumming angeht, dafür absolut nicht ausreichend ist. Ach so, ist. Dass du dann... Man hat ja quasi immer nur eine Chance, richtig Schlag zu treffen. Und im Proberaum stellte sich das dann so dar, dass ich ungefähr 40 Mal einen Song anfing und dann aufgab. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Aber es lag auf jeden Fall nahe irgendwie, dass ich das alleine mache und ich habe auch in den letzten Jahren zu Hause häufig alleine Gitarre, also dann schon auch gezielt ein bisschen an meinem Akustikgitarrenspiel und Gesang gearbeitet. Also gerade was Timing angeht, hatte ich früher eher Probleme, so einen Song durchzuspielen. Und deswegen lag das jetzt nahe, das auf die Art und Weise zu machen. Ich finde es auch sehr unkompliziert einfach. Ja, das ist es ja.
Wobei jetzt unkompliziert, insofern ist es, also ist ja schon eine andere Herausforderung, sich alleine auf die Bühne zu stellen als mit Band, oder? Wie empfindest du das? Ja, also inzwischen fällt es mir, würde ich sagen, es fällt mir eigentlich einfacher. Ja? Also ich habe ja früher auch in Bands gespielt, wo ich nicht gesungen habe. Ja. Da fiel es mir eigentlich immer leicht, auf der Bühne zu sein. Ja. Also wo ich dann nur Gitarre gespielt habe. Bei den Bands, wo ich gesungen habe, war es eigentlich, fand ich es eigentlich immer sehr schwierig. Mhm. Hatte unterschiedliche Ursachen. Also ich kann jetzt vor allem von der letzten Band, von Dinosaurs, sprechen. Das war schon sehr anspruchsvoll, sage ich mal, für meine Qualitäten auf jeden Fall. Also ich habe da mit drei Leuten zusammengespielt, die sehr, sehr gut sind an ihren Instrumenten. Mhm. Und es war auch Musik, die, ja, ich sag mal, vorher war das auch viel Geschrammel, was ich gemacht habe in anderen Bands. So, da war es jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal irgendwie daneben geschrammelt habe. Ja. Und da war es dann schon irgendwie, ja, sehr klar hörbar immer, wenn irgendwas schief ging. Ja. Und ja, also da habe ich auch so ein bisschen Leichtigkeit eigentlich verloren auf der Bühne. Bei der Band, also wo ich denen natürlich jetzt keinen Vorwurf machen will, aber das ist irgendwie, ich habe gemerkt, so, das ist für mich ziemlich anstrengend, so eine Art von Live-Performance. Also das war auch, ich habe da sehr viel gelernt in der Zeit, finde ich auch cool, aber das war mir zu viel Konzentration, Korrektheit, auch rhythmisch, was ich da zu leisten hatte. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich sehr, oder finde ich es jetzt sehr angenehm, wieder so ein bisschen locker auftreten zu können. Ja, wobei man da natürlich ja auch ganz klar jeden Schlag daneben und jeden falsch gesungenen Ton oder was hast du. Also das setzt doch auch viel Konzentration voraus, oder nicht? Also was wahrscheinlich hilfreich ist auf jeden Fall, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal irgendwie Rhythmusschwankungen hat. Mhm. Ich kann es schwer beschreiben, also ich fühle mich auf jeden Fall mehr in meinem Metier. So. Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass ich quasi nur für mich selbst verantwortlich bin. Ja, okay. Vielleicht auch das. Also vielleicht habe ich mich da auch einfach zu viel unter Druck gesetzt. Dann, dass du mitgedacht hast, die anderen sind zu gut oder sowas. Ja, ja, genau. Also vielleicht ging das schon so ein bisschen in die Richtung. Ja. So. Und genau, deswegen fühle ich mich jetzt auf jeden Fall gerade wohler, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt einfach auch mehr Möglichkeit habe, die Sachen zu üben. Ja. Weil ich einfach spontan sagen kann, ja gut, jetzt gehe ich halt mal eine Stunde proben oder so. Und habe jetzt einfach auch mehr geübt und deswegen kann ich die Sachen einfach auch besser. Mhm. Und war das für dich auch so ein Traum? Also ich meine, du hast es ja erzählt, dass du mit der ersten Platte schon angefangen hast, so mit so umgesetzten Skizzen und dann halt richtige Songs umzusetzen, dass du einfach total verantwortlich bist, also wirklich alle Ideen aus dir kommen, die du da umsetzt, also nichts hergeben an andere. Also ist das für dich schon dann nochmal was anderes als Dinge, die mit einer Band entstanden sind? Also Ja. Also ich hatte auch in allen Bands, wo ich gespielt habe, eigentlich auch immer tolle Momente. So. Ja. Ich schließe auch nicht aus, das nochmal irgendwann zu machen. Aber klar, also Traum, weiß ich nicht, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber so, war schon so ein Gedanke, den man immer hatte. Ne? Irgendwie, dass man einfach nicht jetzt irgendwie diskutieren muss, ob das jetzt umgesetzt wird, sondern es einfach machen kann. Und ich finde es schön gerade. Aber genau, das setzt aber natürlich auch voraus, dass man diese Sachen überhaupt erstmal denken kann, ne? Also diese Songs in ihrer Komplexität. Also inwiefern, also du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, dass du dann bei manchen Songs dann relativ klare Vorstellungen hattest, die vielleicht dann am Ende abgewichen sind in der Umsetzung, aber inwiefern bildet sich das denn bei dir heraus? Also wie schnell und wie passiert das, dass du dann so einen Song denkst und weißt, hier muss der Bass kommen? Oder ist das intuitiv? Oder wie näherst du dich so etwas an?
Also ich glaube, eine Grundidee vom Klangbild habe ich vorher schon. Vielleicht auch die eine oder andere konkrete Sache. Klangbild umfasst dann schon den kompletten Sound der Band oder umfasst das dann, also was meinst du mit Klangbild? Ja, ich würde schon sagen, so Instrumentierung, auch so ungefähr welche Rolle welches Instrument einnimmt. So, aber wie gesagt, da habe ich dann so eine grobe Idee von, meistens am Anfang, und das kann sich dann auch noch komplett ändern. Aber doch, ja, sowas habe ich normalerweise am Anfang, und dann finde ich aber gerade toll im Prozess, wenn dann so die Ideen dann hervorkommen. Also meistens habe ich dann am Anfang irgendwie, keine Ahnung, Schlagzeug und irgendeine Gitarrenspur und Gesang oder sowas beispielsweise. Ja. Und dann kommen aber erst eigentlich die Ideen, also die mir dann, oder was mir dann Spaß macht dran. So. Also ich das denke, wächst, da und da könnte wächst man, dann genau, praktisch. Genau. Ja. Und das, ja, also während dieses Prozesses höre ich die Sachen einfach auch sehr oft dann immer im jeweiligen Zustand, und das finde ich dann, also das macht mir halt großen Spaß, wenn dann die Idee kommt, ja, da könnte noch das und das oder da muss ich das oder das weglassen, und dann in den Proberaum zu gehen, das aufzunehmen, so, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und das, was dann daraus gekommen ist, hat ja, ich weiß nicht, ob überraschend, aber dann irgendwie Wellen geschlagen, dass dann die Stadtrevue plötzlich sagte, das wäre so ganz gut geworden. Ne? Also nee, die haben das ausgezeichnet als irgendwie im Raum Köln eins der Alben des Jahres. Ne? Irgendwie so. Wie war das für dich? Also kam das überraschend? Ja, ja, das war natürlich sehr schön für mich, auf jeden Fall. Kam auch überraschend. Wobei ein Monat vorher, also du warst ja auch dabei, der Oliver Mink ist ja Bekannter von dir in erster Linie. Und der hatte mich dann mal angesprochen, weil er Auftritt gesehen hat und das gut fand. Und da gab es ja schon einen Artikel in der Stadtrevue, was mich schon sehr gefreut hat. Also es war gerade so am Anfang, wo ich gerade das Album auch quasi veröffentlicht hatte, wenn man das so nennen kann. Ja. Und ja, ich sag mal, so in der Anfangszeit kam so gut wie gar keine Rückmeldung von irgendwo. Ja. Und das war so mit das Erste, und das hat mich natürlich enorm gefreut. Ja. So, weil, also inzwischen haben wir auch ein bisschen was miteinander zu tun, so, aber damals kannte ich ihn jetzt auch nicht so, und dass gerade jemand, der auch Musik macht und jetzt nicht unbedingt aus dem Bekanntenkreis kommt, also positiv drauf reagiert, hat mich natürlich sehr gefreut. Und ja, dass das dann noch mal in der Stadtrevue dann vorkam, war natürlich für mich Kontext, überraschend. Und, ne? Ja, Kontext super. Also hat mich natürlich schon sehr, sehr gefreut. Ja. Und ja, ich meine, dann schließe ich natürlich direkt so die Perspektive an der Außenwirkung. Also die, klar, du veröffentlichst das, du entwickelst das halt in diesem kleinen hermetischen Kreis praktisch nur mit dir im Selbstgespräch, und dann irgendwann hast du dieses Ding fertig und es kommt in die Welt. Das ist halt, glaube ich, stelle ich mir ziemlich krassen Moment vor, als ziemlich krassen Moment vor. So, ja, definitiv. Hat, ja. Also ja, ich habe ja auch, also bei dem anderen Album, von dem ich gerade gesprochen habe, das habe ich ja jetzt so gut wie gar nicht rumgereicht, sage ich mal. Obwohl mir das auch sehr gut gefällt. Aber so einen Link hast du rumgeschickt. Genau. Also das gefällt mir auch sehr gut, aber das ist... ich kann das sehr schwer einschätzen, weil meine Sachen natürlich jetzt auch nicht unbedingt so die High-End-Produktionen sind, sondern eher schon sehr ungewöhnlichen und auch... wahrscheinlich dilettantischen Sound haben, irgendwie, ob da überhaupt irgendjemand was mit anfangen kann. Ja, klar, das ist natürlich echt so ein Moment, wo man das auch loslässt und wo man sich auch angreifbar macht, ne? Klar, voll. Aber ist das denn so, dass du während des Songwritings irgendwie an eine Wirkung dessen denkst, oder
Was ja schon, also wenn man die Platte so hört, gibt es ja schon Referenzen auch zu anderen Sachen, die du geil findest. Ne? Also lehnt sich das hier und da schon mal so ein bisschen an. Ne? Also hast du das schon im Kopf, wie das dann wirken kann, wenn du das irgendwo spielst vor Leuten oder so? Wenn ich das, also meinst du jetzt wegen des Prozesses oder wenn ich das irgendwo spiele? Nee, vorher. Also vorher. Wenn du da sitzt und das entwickelst. Mhm. Also da eigentlich gar nicht. Also da, ja, Geräusche. Da eigentlich gar nicht so, ja, ich, wie gesagt, ich höre das sehr, sehr viel während dieses Prozesses und ich bin da eigentlich so der einzige Abnehmer auch, der das gut finden muss. Ja. So. Und ich denke da eigentlich nicht dran. Ja. Ob das irgendjemand anderen, also bisher, ich weiß nicht, vielleicht wird es nächstes Mal ein bisschen anders sein, aber ich will mir das eigentlich auch bewahren, ja. So, dass mir das gefallen muss und dass das auch so ein bisschen eigenwillig ist. Und auch die Produktionsweise willst du dir bewahren oder hast du auch mal Bock, das so ein bisschen, wie soll man sagen, ich weiß nicht, was der Begriff ist, High-End hast du gerade gesagt, ne? Also so ein bisschen sauberer und vielleicht im klassischen Sinne professioneller. Ich weiß, der Begriff ist scheiße, glaube ich, in dem Zusammenhang. Nee, ist so absolut passend. Ja oder nein, weil irgendwie ist es ja total professionell, wie du das machst. Du machst halt nur auf deine Weise. Professionell würde ja sagen, dass das irgendwie einen bestimmten Sound voraussetzt, ne? Dass das ja. So zu klingen hat. Ja, wobei, also professioneller, darunter verstehe ich jetzt auch, dass man weiß, was man da tut. Ja. Also, und da muss man ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht weiß. Also ja, ich hab mir die Frage jetzt auch schon gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. So, weil ich erstens macht mir das so einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es mir momentan auch nicht vorstellen, weil ich bräuchte eine zusätzliche Person dafür, die sehr, sehr viel Zeit und Geduld hat und sehr unterwürfig ist. Ja, klar. Ja, so ist ja. Und für umsonst arbeitet am besten. Ja. Also das ist jetzt, sag ich mal, von dieser rationalen Perspektive ist es wahrscheinlich schwer denkbar. So meine Idealvorstellung ist sowieso, dass ich mich selbst weiterentwickle und selbst lerne. Und da sage ich jetzt mal diesen Begriff professionell. Ja. Professioneller zu werden, was jetzt nicht den Sound irgendwie High-End-mäßig angeht, sondern einfach, dass ich noch mehr, also das ist jetzt, habe ich da so eine kleine Entwicklung genommen, sage ich mal, dass ich immer mehr in so eine Richtung komme, wo ich weiß, was ich tue oder weiß, eine Vorstellung im Kopf habe und weiß, wie ich das umzusetzen habe. Wobei ja gerade der Sound ja mega gelobt wird vom Oliver, ne? Also gerade das ist ja auch in meiner Wahrnehmung was sehr spannend ist auf der Platte. Man weiß es halt nicht. Also als Hörer weiß es ja überhaupt nicht, wie deswegen war das ja auch das, was mich so interessiert hat jetzt eingangs, wie sehr das im Vorhinein ausgedacht ist. Weil es einfach dann in der wenn man es hört, ja genau dazwischen irgendwo liegt. Ne? Also man weiß es nicht. Ist das genau so gewollt oder ist das passiert? Ne? Also gerade gepaart mit dem, was du gerade auch so als exzessive Elemente bezeichnest, also das wird dadurch, glaube ich, noch verstärkt. Ne? Dass das so teilweise, wie soll man sagen, vielleicht unkontrolliert klingt. Also man kann schon sagen, so, es ist jetzt auf jeden Fall nicht alles so, wie ich es mir in dem Moment vorher vorgestellt hätte. Also es ist jetzt nicht so alles gewesen, ja, ich stelle mir jetzt den Drum-Sound genauso vor und so habe ich es dann umgesetzt. Das ist auf keinen Fall. Ich bin auch schon Fan von Musik, die einen eigenwilligen Sound hat, auf jeden Fall. Insofern kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie so eine saubere Produktion oder so zu machen, habe ich auch wenig Interesse dran. Ich sag mal so, diesmal ist es ein bisschen so abgelaufen, dass die Sachen, die jetzt nicht irgendwie so klangen, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte,
ich versuche trotzdem daraus dann aus den Zutaten dann was zu machen, was mir gut gefällt. Mhm. Ja. Es ist aber nicht so, dass ich vorher schon genau weiß, also und so klingt das dann und das kann ich dann so umsetzen. So. Ja, das ist genau trotzdem, das, was du nicht kannst. Sozusagen. Genau, das ist ja, genau. Das, was ich nicht kann. Ja. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man auch aus diesen Zutaten irgendwas Wertvolles dann machen kann. So. Ganz offensichtlich. Das war dann das. Ja. Und vielleicht ist das auch für die Zukunft so mein Weg. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht so genau benennen. So. Ja. Aber zumindest, du hast es ja gerade schon gesagt, macht dir das, wie es gerade läuft, sehr viel Spaß. So, also. Genau. Also eigentlich gibt es wenig Anlass, jetzt alles zu ändern. Das ist ja der Indikator dann, ne? Genau. Andererseits kann das natürlich auch so einen neuen Reiz reinbringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht läuft mir irgendjemand über den Weg, der wahnsinnig Lust drauf hat und mich überzeugt. Aber und mega devot ist. Das ist das Wichtigste. Dass diese Kombination zu finden, ist ja sehr schwierig. Genau, immer mit so einer Hundemaske. So ein Leder, sich auch schon peitschen lässt. Im Studio. Ja, da kannst du ja so ein SM-Studio mit Tonstudio vielleicht. Gibt's doch bestimmt schon. Gibt doch nichts mehr, wenn das nicht stimmt. Genau. War alles schon gemacht worden. Ja, aber genau, jetzt sind wir ja bei dem Schritt, wo die Platte praktisch das Licht der Welt erblickt und dann plötzlich erstmal gar nichts kam. Krasser Moment, ne? Du hast sie ja verteilt, sozusagen, ne? So hast ein paar Leuten die in die Hand gedrückt. Ich bin in sowas auch einfach nicht so gut, sag ich mal, in Selbstpromotion. Was ich jetzt schon diesmal viel gemacht habe, ist, was sich als sehr wenig ertragreich herausgestellt hat, ist irgendwelche E-Mails verfassen an Konzertveranstalter, Konzertorte, Zeitschriften oder so. Also da kam so gut wie nichts bei rum. Ja. Interessieren mich nicht. Ja, genau. Aber aus dem Bekanntenkreis kamen jetzt schon einige Rückmeldungen, die mich sehr gefreut haben. Mhm. Also vor allem auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis, auch von Leuten, mit denen ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Das hat mich jetzt schon sehr gefreut. Mhm. Genau. Und das ist dann natürlich auch so, würdest du das sagen, dass man es dann am Ende doch auch dafür tut, die Sachen schreiben oder ist das erstmal unabhängig voneinander? Das ist unabhängig voneinander. Ja. Also deswegen tue ich es nicht in erster Linie so als Impuls. Ja. So Impuls ist einfach mein innerer Antrieb, irgendwie sowas zu machen. Beziehungsweise was ich eben erzählt habe, dass ich einfach immer Lust habe, was Neues zu entwickeln. Ja. Aber ich kann nicht verhehlen, dass jetzt, wenn das dann fertig ist, ich dann doch irgendwie auch Lust habe, irgendwie Feedback zu bekommen. Ja, klar. Und dass mir das große Freude macht, dann auch so eine Anerkennung zu bekommen. Mhm. Und du hast ja, also hier der ganze Impuls zu diesem Xing-Shang TV, was wir hier machen, der kam ja von dir. Also du hast ja da auch einen krassen Drive entwickelt, nochmal darüber hinaus, ne, dass, um das irgendwie zu vergrößern. Irgendwie. Gibt es da einen Zusammenhang jetzt ausgerechnet zu dieser Platte, dass du das Gefühl hast, ich habe da irgendwie was Besonderes geschaffen, was irgendwie auch stattfinden soll, oder ist das ist es einfach an der Zeit und jetzt unabhängig davon, was du da jetzt rausgebracht hast? Was genau meinst du mit Drive, also in welchem Zusammenhang Drive? Ja, dass du Lust hast, ganz viele Konzerte zu spielen und dass du Lust hast, irgendwie Öffentlichkeit herzustellen. Ne? Das ist ja diese Xing-Shang TV-Idee, so kamen wir ja zusammen mit Tomo, Max Freitag, du und ich, dass wir
ja, dass wir irgendwie sozusagen nicht mehr alleine versuchen, irgendwie stattzufinden, sondern uns gegenseitig vergrößern damit, mit unseren Kontakten. Ja, also ich sag mal, so Konzerte spielen ist eine Sache, wo ich eigentlich schon immer Lust drauf hatte, auch mehr einfach zu machen. Also das kam in den letzten Bands definitiv viel zu kurz. Ja. Was in erster Linie dann lag, dass es einfach nicht gewollt war. Also nicht von den Bandmitgliedern, sondern dass es einfach nicht so einfach ist, als unbekannte Band, die jetzt auch vielleicht nicht die beliebtesten Nischen irgendwie bedient. Ist gar nicht so einfach, an Auftritte zu kommen. Ja. Erstmal. Also man. Doch, das war natürlich auch noch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, alleine mit Gitarre live zu spielen, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt kein neuer Impuls gewesen, irgendwie jetzt Konzerte spielen zu wollen. Also es ist so ein organischer Prozess, dass du gedacht hast, genau, auch so ganz rational, wie kriegen wir das hin, sozusagen. Mit Xing Xing TV, meinst du jetzt? Genau, ja, schon so ein bisschen. Also doch, war eigentlich eine rationale Überlegung, auf jeden Fall. Wobei ich einfach auch Lust hatte, so mit euch das natürlich auch zu machen. Und auch gespannt war einfach, ob man da was bewegen kann. Auch immer noch gespannt bin, ob man was bewegen kann. Aber bis jetzt finde ich es eigentlich sehr schön. Und ja, aber das ist jetzt nichts Neues für mich gewesen. Also jetzt, wie gesagt, habe ich bei dem Album jetzt einfach ein bisschen mehr versucht, auch nach außen. Und bin halt am Anfang ziemlich krass gegen die Wand geprallt. Ja. Und habe aber einfach Lust, die Sachen jetzt ein paar Mal live zu spielen. Ja. So. Also es war nicht der Moment, dass du da saßt, als die Platte fertig und gedacht, das ist jetzt mein großer Wurf. So etwas habe ich noch nie vollbracht und das soll jetzt auch in die Welt und da muss ich jetzt gucken, wie ich da einen Weg finde dafür. Oder so ganz konkret wahrscheinlich nicht. Also ich habe schon den Gedanken so, ja, das Album gefällt mir sehr gut. So und finde es auch cool, aber die Konzertsituation ist eigentlich ein bisschen unabhängig davon. Natürlich bedient sich das alles gegenseitig so ein bisschen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie in die Welt muss oder so. Ja. Also ich freue mich, wenn Leuten das gefällt, so, aber es gibt so einen Überfluss an Musikern und Bands, die auch ehrgeizig sind ohne Ende. Da habe ich erstmal keine falschen Illusionen und auch keine Lust, in so einen Wettbewerb zu treten. Ja. Okay. Und genau. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich hatte gerade eine richtig, richtig gute Frage. Nicht. Damit hätte ich dich gehabt. Fuck. Erwischt. Ja. Aber genau, es läuft ja jetzt eben ganz gut an, dass du ja jetzt gerade zur Zeit sehr viel spielst, ne? Kann man sagen. Und wie ist so die Publikumsreaktion jetzt, wenn du da live auf der Bühne bist, nur mit Gitarre? Ja, ich habe es bis jetzt als recht positiv wahrgenommen. Aber so viele Auftritte waren es bis jetzt auch gar nicht. Also ich glaube, ich habe insgesamt 5 Konzerte oder 6 bis jetzt gespielt. Also jetzt kommen nochmal 6, 7, wo ich mich auch drauf freue. Aber das wird ja für die Leute, die so ein Konzert besuchen, danach sich eine CD kaufen, eine totale Überraschung sein. Das sind ja im Grunde ganz andere Songs, die man dann auf der CD... Ja, stimmt. Ich bin da auch...
auf der Bühne nicht so begabt, Ansagen zu machen, musste ich jetzt wieder feststellen. Und mir ist das auch dann aufgefallen, dass ich das vielleicht mal erwähnen sollte, ja, dass das ein bisschen anders klingt. Ja gut, aber kostet ja nicht viel. Ne? Ja, genau. Und ja, es ist ja, genau, es ist ja auch, weiß Gott, nicht schlechter oder irgendwie so, ne? Es ist ja, halt ja kein Qualitäts-, ist halt dann Geschmackssache dann. Auch interessant, wie die, ja, das genau dann auffassen, ob die da irgendwas mit anfangen. Ah, da hast du noch nichts gehört zu diesem Kontrast, dass Leute dich live zuerst gehört haben und dann gedacht haben, boah, was habe ich mir denn jetzt hab da? Habe ich da schon was von gehört? Ich glaube, da gab es keine Rückmeldung. Hm. Ist auch kein gutes Zeichen. Ah, es ist erstmal gar kein Zeichen. Es sagt halt wirklich nichts aus. Meistens kriegt man halt keine Rückmeldung. Also ja, wer genau, macht das schon? Genau, so nach einem Konzert, nachdem man ein Album hört. Also das, wenn das die Leute, das habe ich ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, in einem anderen Zusammenhang, wenn das die Leute wüssten, wie wenig da zurückkommt, glaube ich, würden sie das mehr machen. Einfach mal so, das habe ich mir mal angewöhnt, zum Beispiel Klick, Klick, Decker oder so, habe ich mal eine SMS geschrieben, als ich ein Ohrwurm hatte von einem Song von ihm oder sowas. Einfach sowas mal zu kommunizieren, weil ich mich selbst da so drüber freue, wenn das mal passiert, so alle anderthalb Jahre oder was. Ich höre gerade deine CD oder so. Das ist halt total schön, ne? Einfach, ja, das ist ja wunderbar. So. Ja, also das als Aufforderung hier an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Ne? War das eigentlich jetzt die Frage, mit der du mich gepackt hast? Nee, sie ist mir nicht wieder eingefallen. Okay. Ich habe einfach dachte, ich spiele auf Zeit und denke, ich habe ja diese, das ist ja, als Interview muss, braucht man ja diese Fähigkeit, dass man das eine redet, aber das andere denkt. Und ich habe die ganze Zeit gesucht jetzt nach dieser Frage. In der Zwischenzeit zusammenhanglos Worte aneinander. Ja. Ich Idiot-Antwort. Aber ich denke, wenn man jetzt so lange schon zugehört hat, ich glaub, dann ist der Rest auch egal. Ich glaube, da ist man schon in so einem halb sedierten Zustand. Oder? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind, aber ich denke, so richtig konzentriert ist man dann wie so in so einer Vorlesung, weißt du, wo man so kritzelt. Ich glaube, man sitzt dann da schon so, kritzelt einfach nur noch einen Block und wartet, bis es vorbei ist. Nee, aber was mich natürlich immer noch interessiert, sind die Texte. Mhm. Ja, erzähl mal was darüber. Ja, das ist eine sehr dankbare Frage. Ja, genau. Ich finde das immer selbst immer total schwierig, gefragt zu werden. Ja, worüber schreibst du denn deine Texte? Allgemein, ne? Das sind ja worüber durchaus zwei, drei Themen irgendwie. Ne? Genau, worüber schreibst du? Aber ja, wie entstehen die? Wie wichtig ist dir das, dass die cool sind? Also wie gehst du damit um, mit dem Thema? Mir ist das schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Wie schreibe ich die Texte? Worum geht's? Da muss ich mal kurz überlegen, wie man das umreißen kann. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe das ein bisschen anders gemacht, als ich das zu früheren Zeiten gemacht habe. Ich habe viel klarer Texte zu formulieren, als ich das früher gemacht habe. Auch die Texte auch freier geschrieben. Mhm. Also ich habe früher, eigentlich hatte ich immer eine Melodie und Akkorde und weiß nicht, eigentlich so den Song schon fertig ohne Text. Mhm. Und habe dann quasi auf die fertige Melodie dann Silbe für Silbe getextet. Also Worte gesucht, ja. Genau, das habe ich diesmal ein bisschen anders gemacht. Also ich habe diesmal wirklich versucht, einfach Texte zu schreiben. Natürlich hatte ich auch Melodien im Kopf, aber ähnlich wie bei diesem Klangbild war das dann auch eher so eine grobe Idee immer. Mm. Und dadurch sind die Texte so ein bisschen freier, sage ich mal jetzt, und vielleicht auch ein bisschen plausibler, als das irgendwie früher bei mir der Fall war. So macht es auch mehr Spaß, sie zu schreiben, ne? Weil man natürlich einfach relativ geradeaus einfach. Also ich habe versucht, so ein bisschen so einen Plauderton zu finden, ja, auch teilweise.
weil mir das auch bei anderen Künstlern teilweise auch gefällt. Mhm. Weil es einfach natürlicher irgendwie klingt. Ja, das versuche ich jetzt auch weiter fortzuführen, auf die Art und Weise. Ja, thematisch. Ist es dir denn wichtig, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer darauf achten, also dass es um den, dass das auch so eine auf der Begriffsebene irgendwie Sinn ergibt? So, dass man den Song hört und versteht, was du mir erzählst, sozusagen? Gute Frage. Also ich hatte. Vielen Dank. Das war die Frage. Ja. bei meinem ersten Konzert damals bei Big Snuff Utopia, ja. Da hatte ich, ja, daran kann ich mich noch erinnern, deswegen kann ich die Frage eigentlich relativ klar beantworten, dass ich erstmal auf jeden Fall nicht irgendwie ein Verlangen danach hatte, dass jeder da alles versteht oder so. Danach hatte ich lustiges Erlebnis, weil mich da jemand, Musiker von einer anderen Band, ansprach, ein paar Tage später. Und er meinte, er auch meine Texte lobte. Also ich habe mich da sehr drüber gewundert, weil ich dachte so, wenn ich da singe, ich singe jetzt auch nicht alle Silben irgendwie ganz klar aus oder so, ist das relativ schwer nachzuvollziehen. Und er stellte sich aber raus, dass das ein Übersetzer war. Also, okay. Und ja, da habe ich mir eigentlich zum ersten Mal auch Gedanken darüber gemacht, dass ja auch die Texte irgendwie hörbar sind für Leute. So. Also die Wirkung hast du vorher gar nicht so mitgedacht, sondern auch nee, da... Nee, wie bei dem Rest auch irgendwie einfach gar nicht so richtig. Ja, wie war nochmal die ursprüngliche Frage? Ja, also im Grunde beantwortest du sie ja gerade, ne? Also inwiefern die sozusagen auf der Begriffsebene die Lieder Sinn ergeben sollen für dich und wie wichtig dir das ist. So. Also mir ist es schon wichtig, so noch gar nicht so in so einer Wirkung auf den Hörer oder so, aber allein da auch schon wieder für mich selbst irgendwie, weil ich es einfach auch viel angenehmer zu hören finde irgendwie, wenn ich weiß, dass der Text auch irgendwie, dass ich auch da mich damit identifizieren kann. Und ist dir das wichtig, dich selbst auszudrücken? Also, dass du es bist, der, also wirst du da was los? Irgendwie ein Druck oder ein Thema oder? Eigentlich, das, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, Themen gehen jetzt nicht unbedingt alle um meine Person, aber auch in den Fällen habe ich inzwischen gelernt, dass das eigentlich immer ein guter Weg ist, irgendwas loszuwerden, Text zu schreiben. Weil das, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ein Fehler, den ich früher häufig gemacht habe, war, wie gesagt, dieses Text auf irgendwas drauf packen. Und in dem Moment hat man dann auch gar kein Thema zur Hand oder so. Und ich fand es jetzt eigentlich sehr angenehm, so dass ich einfach bestimmte Dinge gezielt losgeworden. Ja, und was ja mir, also für mich sehr auffällig ist, wenn ich die Platte höre, und aber auch jetzt, wenn ich dich live spielen höre, dass du dich wahnsinnig viel traust, auch unterschiedlichen Ausdruck im Gesang zu machen. Also dass du sozusagen für jeden Text und für jeden Song auch eine eigene Stimme, eine eigene Klangfarbe in der Stimme nochmal suchst. Also deswegen überrascht mich das jetzt nicht, was du sagst. Ich finde, das ist deutlich zu spüren, dass du dich ausdrückst. Also dass da richtig was so aus dir rauskommt. Und was mich sehr beeindruckt, ist diese Vielfalt an Klangfarben, die du für mich hat das viel mit Mut auch zu tun, die du dich traust, irgendwie auszuprobieren und die auch echt
funktionieren. Also wie bist du denn daran gekommen? Also dass du schreist, dass du also sehr weit vorne singst, auch so mit so einer sehr fordernden, punkigen Attitüde, aber auch sehr, du singst ja auch sehr pathetische Melodien aus, also die kommen einfach auch schon mal so große, pathetisch, so negativ besetzt, aber so große einladende Melodien. Also ist das entstanden oder was, hast du dich da auch selbst überrascht oder wie kommt es dazu? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das auch so sehe, dass ich also zumindest live ist es für mich jetzt eher so, dass ich eigentlich in einem Modus meistens bin, so, also der dann auch irgendwie vielfältig sein kann vielleicht, aber das ist jetzt gar nicht so, und das kann ich auch technisch gar nicht gezielt irgendwie jetzt zu sagen, ja, jetzt mache ich irgendwie einen auf Diva und jetzt mache ich irgendwie so. Bei den Aufnahmen hat man dann natürlich mehr Spielraum, Sachen auszuprobieren in der Zeit, einfach Sachen so mal aufzunehmen und dann sich daran zu hören und dann vielleicht zu sagen, ja, so gefällt mir das, oder ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen zurückhaltender, oder ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen aggressiver, oder wie auch immer. Also da kam viel durch Ausprobieren, gerade bei den Aufnahmen. Die Zeit, die du dir dann lässt zum Entstehen. Genau. Das ist auch, glaube ich, singe ich auf dem Album ziemlich anders als live bei vielen Songs. Ja klar, aber allein die Background-Musik, die zwingt dich ja auch hier und da schon. Aber nur zur Gitarre singst du natürlich auch anders. Genau, aber live glaube ich, dass ich da eher so in einem Modus bin. So. Hast du denn da Bock drauf, wenn du eine Band, also wenn du das dich von einer Band begleiten lassen würdest, nur Sänger zu sein? Also nur in Anführungszeichen. Ja, ich glaube, ich hätte auch schon Lust, grundsätzlich ein Instrument zu spielen dabei, was ich beherrsche, sage ich mal. Also ich will nicht unbedingt wieder in so eine Situation kommen, wo ich irgendwas spielen muss. In die Dinosaurs-Falle. Also ich will mir das selbst einfach nicht antun, da zu stehen und irgendein Instrument zu spielen, wo ich so äußerste Konzentration brauche und dann noch singen. So, das ist halt, also ich genieße das auf der Bühne einfach sehr, frei zu sein dann fürs Singen. Einfach so. Mit der Akustikgitarre geht das auch. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, bei ein, zwei Songs nur zu singen. Oder keine Ahnung, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Ich kann mir jetzt noch nicht so vorstellen, ob ich so ein Performer-Typ bin oder Frontmann-Typ, aber... Aber zumindest würdest du dann in diese, würdest du dich ja völlig befreien, sozusagen von der Konzentration auf etwas anderes. Ne? Also dann hättest du halt zumindest die totale Freiheit, dich in diese Stimmung des Songs zu begeben. Genau, genau. Also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ja. Ich sag mal, in so einer Akustikgitarre ist ja auch so ein bisschen der Vorteil, dass man sich daran auch so ein bisschen klammern kann, irgendwie. Aber vorstellen kann ich mir auf jeden Fall, ja. Wäre das vielleicht so als kleine Anregung für deine Zukunft. Danke. Ja, lieber Jung. Danke. Ja. Gibt's ja noch was? Also ich habe ja sonst immer noch dieses gesellschaftliche Thema, was willst du mit deiner Kunst und so. Stimmt, das hast du ja immer. Habe ich immer, ne? Ja, ich habe mich schon gefragt, wann das endlich kommt. Ja, ich weiß. Du hörst, keiner kennt ja die Podcasts so gut wie du, weil du ja immer die Zitate noch raustippst. Das stimmt. Ich war schon versucht, den Podcast so umzubenennen. Was willst du damit, Podcast? Was willst du damit, genau. Hast du denn jetzt beim Reden schon, bist du dir schon gewahr, welche Zitate du von dir dann nimmst? Ja, ich weiß hörst nicht, du dir selber zu. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit. Vielleicht später aus Versehen lösche oder so. Ups, ja. War das denn jetzt eine Frage? Mit den, was willst du damit? Ja. Das war die Frage, mit der du mich hasst.
Ja, das interessiert mich wirklich immer. Und ich mag das ja auch ich habe immer im Kicker-Sonderheft diese Interviewkasten gelesen, wo die Trainer immer die gleichen Fragen gestellt kriegen. Ja. Fand ich mal also gut. Willst, kann man gut vergleichen. So einen roten Faden auch. Ja. Ja. Was will ich damit, ist jetzt die Frage, oder? Ja, ob es das überhaupt gibt, also dass du, dass es diese Ebene, wann auch immer, also wenn ich das dich richtig verstanden habe, gibt es im Schaffensprozess selbst nur dich und deinen Geschmack und deinen Ausdruck, aber kommt irgendwann diese Ebene hinzu, dass du dir überlegst, also hier Martin von Pimps im Park hat jetzt zum Beispiel diesen Live-Moment, fand ich ganz interessant beschrieben, und also dass du dir überlegst, welche Wirkung will ich erzeugen und was will ich damit sozusagen, ne? Also was passiert, wenn andere meine Musik hören? Ja, also wie gesagt, das ist schon auch auf mich bezogen natürlich in erster Linie. Was ich von mir selbst als Hörer will, ist, also ich will das nicht nur so, dass ich es so ganz gut finde, sondern ich will schon was machen, was mich persönlich jetzt schon begeistert. Und ja, ich glaube schon so, ja, ich will da nicht nur so nette Musik machen, sondern ich habe halt Lust irgendwie, ja, auch so sowas Eigenes zu schaffen einfach. Ist jetzt ein bisschen kläglich ausgedrückt. Nee, nein, find ich überhaupt nicht, weil ich das, glaube ich, dann schon, das ist auch der Grund, wieso mich diese Frage bei dir, glaube ich, gar nicht so sehr interessiert hat. Weil genau das, was du ja eingangs sehr viel beschrieben hast, wie die Sachen entstehen und so, dass du einfach mit dir da sitzt und diese Außenwelt einfach überhaupt nicht existiert. Die ist einfach nicht da, während du das entwickelst. Und sogar, wenn du live spielst, bietest du es, also so habe ich es bis jetzt zumindest immer wahrgenommen, bietest du es nur an und hast nicht, sitzt da nicht, wie ich es vielleicht schon mal tue, und überlegst ja, was möchte ich denn vermitteln und was möchte ich inhaltlich vermitteln. Und also diesen vielleicht bisschen didaktischen Ansatz oder sowas. Ne? Also, also das kenne ich zumindest von dir überhaupt nicht. So. Dass du mit dieser Frage einhergehst, sondern du bist musikbegeistert und machst halt Musik, die dich begeistert, und im Idealfall begeistert es auch andere sozusagen. Ich weiß nicht, ob. Ja, kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Genau. Also es ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, weshalb ich mich selbst so ein bisschen auch, was ich auch schon erzählt habe, so ein bisschen schützen will vor so einem Ehrgeiz, dann irgendwie irgendwas damit erreichen zu wollen. Weil eigentlich so auf die Essenz runtergebrochen habe ich einfach nur große Lust, das zu machen und möglichst gut für mich zu machen, weil ich damit einfach so die Begeisterung bei mir selbst hochhalten kann. Und klar, beflügelt, wie gesagt, mich beflügelt das auch, wenn von außen auch was kommt, aber das ist nicht notwendig, sozusagen, dafür. Nicht zwingend, ne. Aber gibt es denn dennoch so einen Traum, dass du dir schon mal denkst, wenn alles ideal läuft, dass du vielleicht irgendwann doch mal damit deinen Lebensunterhalt bestreitest oder ich weiß nicht, irgendetwas, was dann doch irgendwie darüber hinaus weißt, oder gibt es das gar nicht? Ja, klar, so ein Traum hat man vielleicht schon, ne? Ja. Aber ich meine, das hat ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie mal Musik gemacht hat oder so. Aber ich halte das so ein bisschen von mir fern, so ein Gedanken, weil das ich sehe es einfach nicht so als praktikabel an. Ja, also genau. Der Traum würde ja dazu führen, dass diese ganzen Gedanken entstehen und der Ehrgeiz und das Ganze, was das vielleicht für dich... Ja, vielleicht auch so ein Schutz, ne? Ja. Weil einfach das... Ich glaube, das würde mir nicht gut tun, wenn ich da wirklich einen Ehrgeiz entwickeln würde.
Ja, das ist ja auch immer die Frage, ne? Also das verändert dann relativ schnell die Kunst zu einem Produkt, ne? Was du halt irgendwie, das muss da, also wenn man sich die Frage halt stark stellt, wie kriege ich das an den Mann gebracht oder an die Frau oder wie kriege ich, dass das eine Wirkung erzielt? Mhm. Und das ist ja bei dir überhaupt nicht der Fall, dass diese Frage beim Schaffensprozess irgendwie eine Rolle spielen. Also ich habe jetzt im Nachgang, jetzt wie gesagt, in den letzten Monaten war ja so ein bisschen Promo-Phase, nenne ich es jetzt mal, wo ich jetzt auch durch bin. Keine Lust, jetzt sind ja auch ein paar Auftritte am Start und jetzt bin ich auch zufrieden auf jeden Fall damit, aber ich habe mich jetzt schon in den letzten Monaten viel auch beschäftigt damit, mit dem Thema, ja, wie kann man oder wie kann ich es angehen, dass ich zumindest ein paar Konzerte irgendwie spielen kann, vielleicht ein paar Leute das mehr mitbekommen, und habe auch in der Phase einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Ja. Also ich sag mal, gedanklich war ich sehr viel damit beschäftigt und ist keine freudige Angelegenheit für mich. Ja. Also, weil das dich einfach runterzieht, oder was meinst du mit, das tut mir nicht gut, oder verändert das deine Haltung zu? Ja, ich habe wirklich dann auch teilweise gemerkt, so ja, jetzt, also ich habe dann schon so einen Ehrgeiz bei mir auch gemerkt, wie sich der dann doch entwickelt hat. Okay. Und wenn dann, sag ich mal, 1-2 Wochen lang wenig Rückmeldung kommt, dann kann er das schon runterziehen. Ja. Und da bin ich jetzt zum Glück auch relativ schnell wieder von weg. Und in der Reflexion muss ich einfach sagen, so, das tut mir nicht gut. Ja. Dieser Ansatz. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob, wenn jetzt mehr oder viel Rückmeldung kommen würde, ob das was ändern würde. Dann wären wir wahrscheinlich noch mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Irgendwie. Keine Ahnung. So, eigentlich, wenn ich jetzt sehe, was daraus geworden ist. Also, glaube ich, den ersten oder bis Mai habe ich dann dieses Jahr irgendwie 12 Auftritte oder so. Das ist eigentlich genau das, worauf ich Bock hatte. Ja. So, eigentlich bin ich zufrieden jetzt so. Du hast es geschafft. Genau, ich hab das geschafft, worauf ich Lust hatte. Ja, ja. Und ich brauche jetzt auch nicht mehr irgendwie. Ja. Also, ich habe jetzt zwischendurch habe ich immer gedacht, so, ja, jetzt müsste aber nochmal und wäre jetzt cool, wenn da sich noch jemand meldet oder so, aber eigentlich jetzt ein bisschen Abstand, denke ich so, warum überhaupt so, das ist doch echt jetzt eigentlich genauso gelaufen, wie ich Bock drauf hatte und jetzt auch gut. Ja. Ja, das ist doch. Ja, ist doch schön, ne? Das entspannt ja alles dann auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber man, also ich glaube, man kommt da schon schnell rein. So ein Strudel, wo man denkt, ja, ich muss jetzt irgendwie noch mehr machen und mehr irgendwie. Und es muss größer werden vielleicht auch. Ne? Ja, also, genau. Und das ist halt, dafür ist meine Musik einfach auch nicht kompatibel. Hm. Muss, oder aus meiner Sicht zumindest nicht. Ja, wobei auch da finde ich bei deiner Platte, dass die ziemlich genau dazwischen ist. Also zwischen, wenn man so will, zwei Pole, Punk und Pop. So, also ich finde, es kommen auch immer wieder die Melodien, die richtig, richtig, also die einen richtig berühren und die Pop sind, sozusagen. Ne? Also das ist ja nicht nur sperrig, so wie vielleicht die erste Platte zumindest sehr viel mehr war. Ne? Also Ja, ich glaube, das größte Hindernis ist einfach der Grundsound. Ne? Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, einen Tag oder so vor dem Schlaraffentag, wo ich dann das erste Mal die CD dabei hatte, habe ich die dann hier im CD-Player eingelegt und dachte dann so nach 10 Sekunden, okay, alles klar, hier schaltet schon mal 99% der Musik hörenden Bevölkerung ab. Und war das ein Scheißgefühl? Oder ja. Ja. Das war wirklich, ich glaube, das war wirklich der erste Moment, wo ich so als neutraler, unbedarfter Hörer mal reingehört habe. Ja. Und das war schon, ja, das hat mich schon ein bisschen verunsichert. Ja, offensichtlich hat es nicht gestimmt. Also es gab ja Leute oder gibt Leute, die das sehr feiern. Ja, zu Recht.
steht bei Bandcamp, die ganze Platte. Wir haben jetzt so viel über diese Platte geredet. Anhören, das lohnt sich. Kann man viel entdecken drauf. Ja, hast du das Bedürfnis noch irgendetwas? Also jetzt haben wir die eine Frage auch noch. Ja. Den gesellschaftlichen. Kurz. Hast du nicht noch mehr rein? Nee, ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Ja. Ja, ja, dann vielen Dank. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und bitte immer weiter zuhören. Also das wäre ja auch schön, wenn das mit den Podcasts immer weiter läuft und immer größere Kreise zieht. Oder ich bin auch natürlich einfach zufrieden über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin. Und wenn es nur zwei sind, dann habe ich es gerne auch für diese gemacht. Okay, herzlichen Dank und bis nächsten Donnerstag oder übernächsten oder so. Denkt immer dran, Donnerstag ist Xing-Shang-Tag. Tschüss. Tschüss.